Hallo. Ja, ich wollte heute noch mal ein wunderschönes Video für euch machen zum Thema Bedingungen und zu Bedingungslosigkeit, weil es ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um uns selber als tatsächlich der Schöpfer, die Ursache all dessen zu erfahren, was im Außen passiert, was wir im Außen wahrnehmen. Ja, ihr Lieben, ich bin hier auf Facebook Live und teile das nachher auf YouTube. Für die, die mich zum ersten Mal sehen, mein Name ist Patricia Denner. Ich bin Master of Divine Creation und Master of Divine Healing und bin hier, um dich daran zu erinnern, dass du ein 100% perfektes göttliches Wesen bist und dass nichts und niemand und auch keine Bedingung dich jemals einschränken kann. Was sind denn Bedingungen überhaupt? Ja, was ist eine Bedingung? Eine Bedingung ist eine Entweder-oder-Geschichte. Ja, wenn, dann gehört dazu. Wenn du das hast, kannst du das haben. Entweder du machst es gut genug oder du kannst es eben nicht haben. Ja, das sind diese ganzen Bedingungen. Wenn du gesund werden willst, dann musst du. Wenn du reich werden willst, dann musst du. Wenn du eine tolle Beziehung haben willst, dann musst du. Ja, dies ist alles, was für dich nach diesem dann musst du kommt. Das kannst du jetzt mal für dich, wenn du vielleicht dieses Video dann nochmal anhörst, ergänzen. Und dann siehst du, nach wie vielen Bedingungen sich dein Wesen, dein Sein tatsächlich orientiert. Und nur allein die Tatsache, dass du in der Lage bist, diese Sätze, die ich jetzt hier angefangen habe zu sagen, zu vervollständigen, zeigt, dass du nach Bedingungen lebst. Weil sonst hättest du keine. Sonst wüsstest du keine Bedingungen. Sonst könntest du diese Sätze, die ich gerade angefangen habe zu sagen, nicht beenden. Sonst könntest du damit nichts anfangen. Aber wir haben alle so viele Bedingungen mitbekommen, eingetrichtert bekommen, seit dem Moment, wo wir hier bewusst uns als Person erfahren, also ungefähr seitdem wir 4, 6 Jahre alt sind, sind wir mit Bedingungen bombardiert worden. Wenn du nicht lieb bist oder wenn du nicht brav bist, kriegst du nichts zu essen. Im schlimmsten Fall, wenn du nicht brav bist, kriegst du das Spielzeug nicht. Wenn du nicht aufhörst zu schreien, dann ist das und das. Wenn du das und das haben willst, dann musst du so und so sein und so weiter und so fort. Jeder erinnert sich daran. Jeder weiß das. Jeder ist voll bis oben hin mit diesem Shit. Und wieso sage ich das, dass es Shit ist? Ja, weil es nur stimmt, wenn du es glaubst. Deine Gedanken kreieren, deine Überzeugungen kreieren, all deine Bedingungen kreieren dein Leben. Ob du es haben willst oder nicht, es funktioniert nun mal so. Du richtest dich nach etwas und du kannst es nicht bedingungslos empfangen. Und das ist das, was mit bedingungslos gemeint ist. Wir sind nicht trainiert, bedingungslos zu leben. Im Gegenteil, wir sind trainiert, Bedingungen zu erfüllen. Wir kriegen Burnouts, weil wir so bedacht sind, Bedingungen zu erfüllen. Wir streiten uns, wir zanken uns wegen Bedingungen oder Bedingungen, die nicht erfüllt werden. Vorstellungen sind auch Bedingungen. Wenn im Außen deine Vorstellung von irgendjemandem nicht erfüllt wird, dann, auch wenn du nichts sagst, auf Schweizerdeutsch heißt, du bist dann hässig. Ja, das. Wir sind voll mit dem Shit. Und es ist an der Zeit, dass wir dieses Zeug erkennen und ablegen. Es ist jetzt an der Zeit zu sehen, wo diese ganzen Bedingungen
aktiv sind, wo die an uns gestellt werden und wir die einfach annehmen und übernehmen und glauben. Und gerade wenn du anschaust in Bezug auf Geld oder Reichtum, da siehst du es ganz gut, wo die Bedingungen alle sind. Wann darf man wie viel Geld haben und von wem bekommen, auf welche Art und Weise? Hast du ein klares Konzept? Hast du ein klares Konzept, für das du okay bist? Und dieses Konzept, wenn du es nicht weißt, schau doch mal. Schau doch mal in dein Leben, schau doch mal, wo dein Geld herkommt. Schau doch mal, wo dein Geld ist. Und dann siehst du die Bedingungen. Oder schau deine Beziehungen an, wie du dich darin fühlst, was du über die anderen Menschen in deinen Beziehungen denkst, was du erfüllen musst, damit sie bei dir bleiben, wie du sein musst, damit du Liebe bekommst, was du tun musst im Gegenzug zu Aufmerksamkeit und Unterstützung. Alles Bedingungen. Nichts bedingungslos. So, warum nicht? Könnt ihr auch bedingungslos sein? Ich könnte auch einfach geliebt werden, weil ich so bin. Ich könnte auch einfach Geld kriegen, weil ich so bin. Ja? Warum glauben wir so einen Quatsch die ganze Zeit, weil es uns beigebracht worden ist? Ist es uns dienlich? Oder macht es uns leiden? Und es macht uns leiden. Es nimmt uns Lebenszeit. Es nimmt uns wertvolle Lebenszeit. Anstatt darin zu leben, was wir uns wünschen, in einer Realität aus Wünschen und Träumen, wo wir uns selbst drin erfahren und fühlen und spüren, sind wir beschäftigt, von morgens bis abends scheinbare Bedingungen des Lebens zu erfüllen. Wie lange darfst du schlafen? Wie viel musst du essen? Wie gut musst du essen? Wie schlecht musst du essen? Wie viel Bewegung brauchst du? Wie viele Stunden musst du arbeiten? Wen musst du wann anrufen? Wie musst du auf wen reagieren? Wie viel Aufmerksamkeit musst du was schenken? Klarer Plan, klares Konzept. Alles geregelt. Alles komplett geregelt. In Stein gemeißelt. Vielleicht gibt es mal 3, 4 Optionen. Sonntags ist mal anders. Ja, jeden Tag ein Ei und sonntags auch mal 2. Aber alles ist klar geregelt. Dabei braucht es das nicht. Es braucht es nicht. Wenn du dich voll und ganz als Schöpfer erfährst, wenn du dich voll und ganz wirklich als Wesen erfährst, das alle göttliche Idee ist, eine perfekte Idee, mit allem ausgestattet, nur dass die Vorstellung von dem, was du haben möchtest, von dem, was du leben möchtest, einfach dein Leben schon kreiert. Dann ist es doch klar und logisch, dass wenn du lauter Vorstellungen von Bedingungen bedienst, dass die dein Leben kreieren, dass du die in dein Leben kreierst. Es ist so einfach, wenn du dir mal überlegst, wie ist es, wenn jemand wütend auf dich ist? Was glaubst denn du? Glaubst du, der braucht einen Tag, um sich wieder einzukriegen? Glaubst du, du musst dich entschuldigen, dass der andere wieder nett mit dir ist? Glaubst du, der andere ist nachtragend? Oder glaubst du, das ist von einem Moment auf den anderen wieder gut? Was glaubst denn du? Eigentlich ist es wurscht, was du glaubst. Ich sage dir nur eins, es ist halt so, wie du es glaubst. Es wäre doch viel besser, wenn du glauben würdest, dass niemand auf dieser Welt nachtragend ist. Ja, aber 100.000 Geschichten und so weiter und so fort. Aber mein Mann ist anders. Der ist komplett nachtragend. Der redet mal einen ganzen Monat nicht mit mir. Was auch immer. Naja, du glaubst es, du hast es. Es ist so krass. Es ist so krass und es bleibt mir nichts anderes übrig, als es immer wieder zu sagen, dass es halt so krass ist. Aber wenn es in die eine Richtung so krass funktioniert, dann funktioniert es halt in die andere Richtung auch so krass. Nur müssen wir das üben, weil wir halt die eine Richtung geübt haben und in die andere Richtung halt noch nicht. Ja, das wollte ich heute nochmal gesagt haben. Im Moment läuft unsere Challenge auf YouTube nochmal. Finde heraus, oder wer du wirklich bist. Morgen mit der lieben Mürivet. Die Videos sind genau diese Woche drauf. Danach kannst du sie auf jeden Fall kaufen. Und du kannst, wenn du wirklich
endlich mal richtig üben möchtest und umsetzen möchtest und Ergebnisse sehen möchtest, die dir gefallen in deinem Leben, dann musst du dich selbst verändern. Es ist nur eine zu verändern, einer zu verändern und das ist selbst. Aber diesen selbst zu verändern, dieses selbst zu verändern, wo man gar nicht gelernt hat, wie man es macht, ist halt ein bisschen Neuland. Und dieses Neuland lernst du in Die Frau, die alles hat. Und wenn du zufällig ein Mann bist, der hier zuschaut, auch für dich gilt das leider im Moment noch kein Mastermind für dich, aber wunderbares Mentoring bei meinen Mentorinnen. Genau, in den Beschreibungen unten findest du alles auf YouTube, wenn dieses Video dort läuft und kannst dir Informationen holen. Aber warte nicht zu lang, weil es ist doch schade, es ist doch eigentlich Zeitverschwendung, wenn du weiterhin Bullshit oder, Achtung, Horse Shit in deinem Leben kreierst, wenn du doch irgendwie so eine wunderschöne Landschaft bedingungslos kreieren könntest. Genau. Also, alles Liebe und ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Auf YouTube unbedingt bitte liken, abonnieren, teilen. Okay, ciao, ciao.